Hallo, Robert Jachtschuler-Eichler. Immer wieder taucht die Frage auf, was ist eigentlich ein Polardiagramm? Es ist nichts anderes als eine Darstellung der Schiffsgeschwindigkeit abhängig vom einfallenden Wind. Also, einfach nachgezeichnet, das ist der Wind. Und diesen Bereich kann ein Segler gar nicht befahren, es sei denn, er motort, weil die Segel nur flattern. Man nennt das Killen. In dem Moment, wo die Kiste jetzt einen Winkel x zum Wind hat, so zum Beispiel, sind die Segel nutzbar und das Schiff erreicht eine Geschwindigkeit y, meinetwegen diese Geschwindigkeit in blau. Das ist der Geschwindigkeitspunkt vom Mittelpunkt aus gedacht. Jetzt lasse ich das Schiff weiter drehen. Er dreht in diese Stellung. Der alte blaue Punkt war da und es gewinnt jetzt eine höhere Geschwindigkeit aufgrund des seitlich einkommenden Windes. Der neue blaue Punkt, ich muss das doch neu malen, das ist einfacher. Der neue blaue Punkt ist jetzt hier. Das ist unser Schiff, das sind die Segel. Wir lassen das Ding weiter drehen. Das Boot fährt jetzt in diese Richtung und der Wind kommt schräg von hinten, raumer Wind. Und wir erreichen diese Geschwindigkeit. Und wenn ich jetzt hingehe und zeichne das als eine Grafik, dann habe ich hier eine negative Geschwindigkeit. Das Boot bewegt sich eher rückwärts. Und hier habe ich jetzt eine zunehmende Geschwindigkeit. Die Punkte stimmen jetzt natürlich nicht ganz. Die Linie nochmal zurück. Also eine negative Geschwindigkeit und hier wächst jetzt die Geschwindigkeit an und das Boot wird schneller und hier wird es wieder etwas langsamer. Und diese Grafik, das kann man natürlich nach links noch genauso rauszeichnen, drückt die jeweilige Geschwindigkeit aus, die dieses Boot erreicht und damit komme ich dann hier auf die maximale Geschwindigkeit im Halbwind- und Raumwindbereich. Und das Ganze heißt Polardiagramm, weil es so aussieht, als ob man es über den Pol zeichnen würde. Es drückt aus, wie fällt der Wind ein, nämlich in unserem Bild immer von oben, in Relation zur Segelstellung. Und dabei ergibt sich dann so eine etwa nierenförmige Geschichte, dass ein Boot auf Halbwind bzw. beginnendem Raumwindkurs eben die Maximalgeschwindigkeit hat. Und so etwas lässt sich dann aufgrund von Versuchen für den jeweiligen Schiffstyp erstmal vorausberechnen, bzw. physische Versuche lässt es sich dann tatsächlich ermitteln. Gute Fahrt!